Er ist der wohl größte und bekannteste Clown der Welt, Oleg Popow. Hier im Leipziger Clownsmuseum, inmitten tausender Figuren, wird für ihn ein Stück Geschichte lebendig. Es ist schön für mich, mit den ganzen anderen legendären Clowns hier vertreten zu sein. Vor rund 50 Jahren begann die Sammelleidenschaft von Hans-Dieter Hohrmann. Mittlerweile besitzt er ca. 2500 Clownsfiguren. Für ihn ist es eine große Ehre, Oleg Popow zum ersten Mal in seinem Museum begrüßen zu dürfen. Als ich angefangen habe, habe ich ihn noch auf dem Schlappseil gesehen, als Artist. Er ist älter geworden, ich wurde älter, er ging vom Seil runter. Dafür wurde er ein wunderbarer Poet. So sind wir beide nebeneinander, ohne dass wir uns kennen, älter geworden. Und er hat mich immer begleitet. Trotz beinahe 200 Auftritten im Jahr ist es für den 80-Jährigen etwas ganz Besonderes, die Manege zu betreten. Ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch. Das ist die Aufregung vor dem Auftritt. Aber ich denke, ein guter Artist muss aufgeregt sein, sonst wäre ich ja ein schlechter Artist. Oleg Popow ist nicht nur auf der Bühne ein Clown. Er lebt als Clown. Die zahlreichen Fans sind begeistert, ihrem Idol einmal so nah zu sein. Oh, na, dass ich ihn überhaupt noch mal sehen kann, das ist schon toll, ja. Er ist so ein stiller Clown. So, das ist so was ganz Sanftes, so was Zartes. Und ich glaube, dass sich auch jeder da irgendwie angesprochen fühlt. Der sieht so gut aus. Ja. Und dafür gibt es ein einfaches Erfolgsgeheimnis. Man muss sich einfach ab und zu die schönen Frauen angucken.